Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder was auf die Ohren. Ich habe heute für euch die Holihi TBS V8 in ihr Bluetooth-Kopfhörer. Es sind Bluetooth-Kopfhörer mit Bluetooth 5.0 und weiteren coolen Specs, aber darauf gehen wir jetzt gleich ein. Viel Spaß bei diesem neuen Video. Ja, eine kleine Verpackung. Ihr seht es, hier ist schon mal das Case abgebildet mit den zwei Ohrstöpsel und es gibt es in zwei Farben. Ich habe hoffentlich die Farbe blau bekommen, aber das werden wir gleich sehen. Es ist ein Schuber und den machen wir doch gleich mal jetzt hier so, ziehen wir doch gleich mal ab. Und ihr seht, ich habe die Farbe blau bekommen, das ist schon mal super. Das freut mich, ist doch dann eher was für Männer und das sieht ganz lustig aus, aber lassen wir es erstmal drin und schauen mal ganz kurz, was hier so noch im Zubehör mit dabei ist. Hier steht nochmal TBS Wireless Earbuds. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ich hatte ja die Redmi AirDots im Test, die wirklich für den Preis wirklich gut waren. Und dann hatte ich noch von Aukey noch Bluetooth-Kopfhörer. Die waren auch nicht so verkehrt, die waren auch etwas teurer, die haben fast das Dreifache der Redmi AirDots gekostet. Und hier bin ich mal gespannt, ich blende euch mal ein, in welcher Preisklasse die Holihi liegen. Sind noch relativ neu auf dem Markt, ich bin wirklich mal gespannt, wie die sich anhören und zu welchem Preis sie in den Verkauf gehen. Dann haben wir hier natürlich im Lieferumfang ein Ladekabel, Micro-USB, ich denke mal in der Preisklasse absolut vertretbar. Die werden keine 200 Euro kosten und keine 100 Euro und Micro-USB ist da in dem Bereich noch vollkommen normal und vollkommen akzeptabel. Dann haben wir hier, und das war auch das letzte, noch so Ohrnöpsel für verschiedene Größen von Ohren. Hier haben wir klein und mittel, dann vermute ich mal, dass auf den Earbuds der große Ohrstöpsel drauf ist. Und dann holen wir doch mal das interessante Case hier raus. Also es sieht irgendwie sehr lustig aus. Es sieht irgendwie so aus wie eine Arzneipille oder so, würde ich mal sagen. Hier steht nochmal schön Holihi drauf. Ist wirklich sehr schön gemacht. Es ist Metall, ist hochwertig. Finde ich wirklich schön, das Case. Und es ist auch nicht zu rund und zu dick für die Hosentasche. Das Case hat einen 400 mAh starken Akku und die Earbuds selbst haben dann nochmal 50 mAh. Der Hersteller gibt an, dass man 300 Stunden Standby-Zeit hat und Musik hören am Stück ca. 5 Stunden. Die Aufladzeit des Cases beträgt 1 Stunde. Finde ich es ein bisschen viel, ein bisschen lang. Aber gut, ich sag mal, wenn es mal voll ist und dann hat man natürlich genug Power für, ja, ich sag mal, über den Tag zu kommen, wenn man dann mal aufladen muss kurz und dann steckt man sie ins Case und dann ladet man die Earbuds auf. Jetzt seid ihr natürlich gespannt, wie ich auch, wie das aufgeht. Ich vermute mal, ohne in die Beschreibung zu blicken, die wir hier natürlich noch so schön unten drunter hier haben, dass man das auseinanderziehen muss. Dann ziehen wir das doch mal auseinander. Ah ja. Und dann haben wir hier auch die Earbuds. Ich zeige das mal in die Kamera. Die Earbuds in ihrer Ladebox quasi. Und dann kann man die bestimmt hier so rausheben. Ich lege sie mal nebenhin. Und hier habt ihr auch die großen Nüpsel. Ihr seht es, die großen Nüpsel sind drauf. Aber bleiben wir erstmal beim Case. Das Case hat hier jeweils die zwei Ladekonnektoren und ich muss sagen, es ist ein bisschen klapprig und das hat wie so ein Magnet, dass das dann so zuschnappt, aber im geöffneten Zustand ist es doch ein bisschen wackelig. Da könnte die Verarbeitung ein bisschen besser sein. Hier unten, gehe ich mal davon aus, haben wir die LED-Anzeige, wie voll der Akku des Cases ist und hier hinten nochmal kurz die Modellbezeichnung. Und Input ist 5 Volt 1 Ampere, also ihr könnt das Teil mit 5 Watt laden und da zeigt sich schon, warum das auch eine Stunde braucht, einen 400 mAh starken Akku aufzuladen. Dann ist hier der Micro-USB Ladeport und sonst haben wir hier an dem Case nichts mehr. Klappen wir es mal zu, macht coole Geräusche.
legen wir es mal hin. Ich sag mal, es ist eine coole Idee. Ich sehe gerade, es kann auch nicht wegrollen. Es hat hier eine Gewichtsverteilung, die das, ja, also natürlich irgendwann rollt es weg, aber die das Wegrollen verhindert. Das finde ich natürlich mal wieder eine coole Aktion und ist gut gelöst, weil ich sag mal, jede kleine Schräge und das Ding wird wegrollen. Und hier, ihr seht es nochmal, ich mach's nochmal. Es wippt hin und her. Finde ich wirklich cool. Das ist wirklich toll gelöst, dass das nicht vom Schreibtisch rollt. Dann haben wir hier die Earbuds. Die haben hier eine kleine Bedienung für anzuschalten und für Play und Pause. Man kann mit denen auch telefonieren. Ich werde das natürlich alles testen und auch den Sitz im Ohr testen, wie das alles so abschließt. Also man hat ja dann drei paar Nüpsel dabei. Ich denke mal, da wird jeder seine Größe finden. Hier ist noch gekennzeichnet, in welches Ohr es muss. Hier haben wir das rechte und hier haben wir das linke. Und die Tasten selbst, ja, es ist jetzt kein Touch, es ist jetzt doch eine physische Taste. Man hört es auch und da bin ich mal gespannt. Man musste doch schon heftig drücken, ob man die dann nicht sich dann etwas weit ins Ohr drückt. Ich bin auch auf die Soundqualität gespannt von den Teilen und das werde ich natürlich jetzt gleich mal testen und euch meinen ersten Eindruck dann schildern. Ja, die erste Hörprobe ist fertig. Ich muss sagen, die Soundqualität erinnert mich doch sehr an die der Redmi AirDots. Der Bass ist sogar noch etwas mehr ausgeprägt, mehr Bass ist zu hören. Und in den Höhen muss ich sagen, wenn wir die Lautstärke voll aufdrehen, hört man doch ein kleines Zerren. Aber man soll das ja eh nicht so ganz hochdrehen und dafür für den Preis sind die wirklich doch ganz gut. Ihr könnt auch mal schauen, hier blende ich euch mal einen Gutscheincode ein und verlinke euch natürlich das Produkt, dass ihr das auch gleich findet. Der Link unterstützt natürlich meinen Kanal. Für euch wird es nicht teurer und durch den Gutscheincode auch noch mal günstiger. Vielen Dank dafür, für die Unterstützung, sage ich jetzt schon mal. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!